Scheiße, wo habe ich denn das? Hier. Das riecht so ein bisschen, als wenn man über die IFA geht. Qualität mit Henkel. Super cool. Ja, also man kann sogar Manfrotten daran machen. L-Acoustics 12XT. Finde ich cooler. Ihr wisst schon. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warum sage ich gute Nacht? Ganz einfach, wir haben es gerade 0.33 Uhr und ich drehe ein Unboxing. Warum nicht? Ich war heute Morgen bei Mediamarkt und habe mir ein Gerät abgeholt, was ich nämlich dahin bestellt habe, weil die eine Nacht hatten, wo sie dieses Gerät, um das es heute geht, ihr habt es ja Quatsch, das ist Geheimhalter, ihr habt ja schon in der Überschrift gesehen, wo es das günstiger gab und deswegen habe ich das da in der Nacht gekauft und habe es im Laden bestellt und mir heute abgeholt und war ich aber, da ich am ganzen Tag im Garten war, jetzt nachts das Unboxing, heute mit zwei coolen Perspektiven. Ich weiß noch nicht, ob der Akku, der von der oben Kamera lange hält. Letterman, wieder bereit logischerweise. Und ja, viele kennen bestimmt meine Bose Soundlink Mini. Ich war einer der ersten, die sich die damals gekauft hat. Das ist noch die Version 1, also nicht die 2er. Und ja, die hat mir sehr gute Dienste erwiesen, 3,5 Jahre jetzt und war wirklich jeden Tag im Betrieb. Ich habe die jeden Tag angehabt. Jetzt fragen sich viele, wie schafft man das? Kurz vorm Schlafen gehen habe ich die immer angehabt, weil ich nicht zu meiner Anlage rennen wollte, alles ausmachen und die 6 Boxen und alles so ein Quatsch und unterwegs und habe sie einfach immer beigehabt und immer angehabt. Ich bin auch jemand ganz schlimm, bei mir muss immer irgendwas doodeln. Das heißt, wenn ich irgendwo was baue, muss Two and a Half Man oder irgendeine Musik oder irgendwas muss einfach doodeln. Haben wir gedacht, so sehr wie ich die Bose Boxen liebe für Bluetooth, wirklich der Klang ist geil, kann man nichts anderes sagen, haben die Bose Boxen für mich Nachteile. Ich habe damals der Jabra Soulmate gehabt, die war nämlich wasserfest und sandfest und so ein Scheiß und die konntest du durch die Gegend werfen. Das würde ich halt endlich gerne wieder und deswegen eine Ultimate Ears. Ultimate Ears ist ja eigentlich Logitech, zumindest von den Boxen her. Ultimate Ears kennt man eigentlich aus unserem Eventbereich, aus unserem Bühnentechnikbereich, nämlich die gegossenen In-Ears für In-Ear-Monitoring für die ganzen Künstler. Unter anderem Adele und so, die haben halt Ultimate Ears. Eigentlich hier drin kostet ein paar mehrere tausend Euro. Nein, die machen, also Logitech macht jetzt unter dem Label von Ultimate Ears auch Lautsprecher. Warum auch immer. Wir nehmen unseren Leatherman und öffnen mal das Ganze hochprofessionell. Ich glaube, es ist heute schon viel zu spät für mich. So, und schneiden mal diese beiden Laschen hier durch. Und ich muss jetzt schon sagen, der Karton ist relativ schwer. Das ist also ganz schlimm. Ich gucke mal auf den Bildschirm und nicht auf die Linse. Es tut mir ganz leid, dass ich euch nicht direkt angeguckt habe. Ich versuche das zu vermeiden. So, nehmen wir mal den Deckel hier ab. Und aha. Holen wir das Ganze hier. Boah. Das riecht aber streng. Das riecht so ein bisschen, als wenn man über die IFA geht. Muss ich? Scheiße. Stellen wir es so hin, dann sieht es nämlich jetzt aus. Okay. Geil. Ich habe die übrigens in komplett schwarz bestellt. Logischer Fadenschutztechniker, ist klar. Ich habe die komplett in schwarz bestellt, weil ich es einfach hübscher finde. Und die ist, ich muss sagen, so auf dem ersten Touch. Die fühlt sich sehr massiv an, sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Hat auch großzügige laut- und leise Knöpfe, muss ich sagen. Ja, kurz ein paar Fakten zu dem Lautsprecher, was ich vorher gesehen habe. Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und der Vorteil bei dieser Box ist, was ich halt bei Bluetooth-Boxen oder bei dieser Box unglaublich geil finde, man kann mehrere gleichzeitig verbinden ohne Kabel, das heißt, und das latenzfrei. Das heißt, ich habe jetzt hier, sage ich mal, 5 Boxen, kann alle verbinden und gleichzeitig mit der gleichen Signalquelle Musik abspielen. Was ich noch cooler finde, habe ich gehört, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich habe die relativ schnell einfach gekauft, weil sie im Angebot war. Und dachte mir, hey, die ist geil. Man kann mit einer App wohl mit 2 Boxen ein Stereo-Paar erstellen. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, nehme ich oft mein Beamer mit und so weiter. Und eine kleine Anlage, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hole mir einfach bald noch eine zweite davon. Dann kann ich so ein Stereo-Paar damit definieren. Das ist ziemlich, ziemlich cool, finde ich. Und ja, was ich auch schön finde, einfach, dass sie lange hält und dass sie vor allem robust ist und vor allem wasserfest ist. Ich meine, du kannst ja immer, packst du so auf den Rucksack und dann läufst du im Regen durch die Gegend. Dann sollte man das tun, aber ich fahre sehr gerne im Regen Fahrrad. Das ist irgendwie so eine Macke von mir, das mag ich gerne. Und ja, kann ich jetzt endlich. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, womit die aber werben als positive Aktion, als positives Ding, sage ich mal, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die 360 Grad abstrahlt. Das heißt, die strahlt wirklich in dem Umfeld hier den Sound ab. Ich hab's lieber, wenn der Box ein bisschen gerichteter ist. Aber ist ein typischer, ist halt ein Fable von mir, ist das halt so. Ich sehe direkt hier oben ein Löchlein. Das sieht mir aus,
entweder eine LED oder wie ein Mikrofon, das weiß ich nicht. Mal gucken. Cool ist auf jeden Fall Qualität mit Henkel. Weil, also ich finde schon mal cool, dass hier so ein Henkelchen hat. Das ist ganz cool, da kann man so irgendwo festmachen. Geiler. Oh, warte mal. Oh, ist das geil. Ich habe mir so gedacht, das wäre so cool, wenn man es abschrauben könnte. Dann kann man nämlich irgendwie eine Superklemme daran ran. Das setzt sich natürlich gleich in die Tat um. Wo habe ich meine Clamps hingepackt mit dem Doppelzapfen? Hier. Jetzt kann ich nämlich einfach. Super cool. Nehme ich mir so mal einen Frotto-Doppelzapfen. Schraub den hier rein. Das finde ich jetzt schon ziemlich geil. Jetzt kann ich meine. So, jetzt kann ich die Ultimate Ears einfach irgendwo in der Traverse hängen oder irgendwo an der Decke hängen. Und wenn man da wirklich, also ohne Scheiß, wenn man wirklich mal richtig so eine Strandparty macht, nicht mit großem Aggi, dann baust du ein kleines Trastor auf, haust über so Akku, paar Lampen rein und haut so 8 von diesen Boxen einfach an jede Ecke oder so. Ist doch voll geil. Jetzt mal ohne, also ich habe immer eine komische Fantasie, aber ich finde das ganz schön geil. Ja, also man kann sogar mal einen Frotten daran machen und gegebenenfalls auch mit einem Adapter auf ein Mikrofonstativ das Ding stellen. Dann hast du so überall so Boxen, das, ja, ich finde das cool. Aber ich sehe mich jetzt schon, wie ich dieses Ding verliere. Ich hoffe, man kann das nachkaufen, das muss ich echt mal checken. Oh, das ist echt nichts für instabile Fingernägel. Ich war gerade duschen, deswegen sind die noch so weich. So. So. Mein Tool hilft mir immer. Oh, das ist extrem vertieft. Wir haben hier einen Micro-USB-Anschluss zum Laden. Und hier, sehr gut, eine 3,5er Klinke. Ich warte noch auf den Tag, ohne Witz. Die meisten werden sich fragen, Nico, das braucht doch keine Sau. Aber ich warte noch auf den Tag, wo mal eine Bluetooth-Box in der Größe oder so auf den Markt kommt, die einen symmetrischen Eingang hat. Weil ohne Witz, wenn du mal als Veranstaltungsdienstleister einsetzen willst, du machst eine große Veranstaltung, eine Sprache und willst draußen einen regenfesten Akkulautsprecher haben, der klein ist und trotzdem viel Pegel bringt, was die heutigen ja wirklich bringen. Das ist echt krass, was da am Pegel rauskommt mittlerweile. Dann wäre es geil, dass sie einfach eine Dreipol-Klinke haben, die aber Mono ist und halt symmetrisch. Oder ein XLR, ein Mini-XLR oder irgendwas. Ich würde das cool finden. Mal ernsthaft, was sagt ihr dazu? Müsste man vielleicht so eine Box noch für Veranstaltungstechniker bauen mit einem symmetrischen Signaleingang? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren. Ich glaube, das ist, ich finde die Idee ganz cool. Ich merke, ich bin heute ein bisschen aufgeregt und rede durcheinander. Dem einen oder anderen mag das auf den Sack gehen. Das weiß ich nicht. Das ist ja niedlich gemacht. Direkt so ein Starter-Guide, wie man sie anmachen kann. Normalerweise fange ich mit dem Kleinen immer an, heute habe ich mit dem Großen mal angefangen. Okay, ich muss ehrlich sagen, das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool, muss ich sagen. So richtig schön auf die Kacke hauen mit der Kabelfarbe und mit dem Design. So ein schönes Flachbandkabel hier. Und vor allem, das ist wie so H07-Kabel. Das ist richtig schön elastisch, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ich bin mal gespannt, was das Netzteil liefert. Ohne Witz. Alter, das ist verschwommen. Ich sehe nicht. Das ist. Pocknebrille. Oh, das ist krass. Das scheint ein Schaltteil zu sein, was intelligent sich mit dem Gerät unterhält, weil es kann nämlich 5 Volt auf 2 Ampere rausgeben, 9 Volt auf 2 Ampere und 12 Volt auf 1,5 Ampere. Also, so wie es aussieht, kann das Ding Quick Charging. So, ich nehme mal an. Hier, Schuko. Na, ist ja nicht Schuko, ist ja so ein Euro-Stecker. So. Klack. Wenn es ein Schuko-Stecker wäre, ja, für die, die es nicht wissen, hätte es noch einen Schutzleiter. Das ist aber kein. Das heißt ja Schutzkontakt. Den haben wir hier ja nicht. Deswegen ist es ein Euro-Steck. Das sieht hübsch aus. Komm, wir machen mal. Ich find's witzig. Boah. Okay. Passt. So, aber jetzt will ich auch was hören. Wo ist mein Handy? So, komm, jetzt müssen wir die mal verbinden hier. Wie machen wir das? Sucht ihr jetzt schon Dinge? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe vor, ein Review darüber zu machen. Und ich habe auch schon ewig das Review zu meinem Ronin in Planung. Wir haben sogar schon ganz viele Shots gemacht für mein Ronin-Review. Aber ich habe so wenig Zeit durch meine Firma und den ganzen Quatsch. Das ist voll aufwendig. Ultimate Ears, Megaboom. Ich muss eigentlich sagen, sorry Ultimate Ears, aber ich finde den Namen Megaboom echt scheiße. Es ist so ultra boom, ultra laut und ich mag ja diese krassen Hype-Namen immer nicht. Ich habe da lieber was. Sowas wie L-Acoustics 12XT. Finde ich cooler. Jetzt muss ich ja irgendwas nehmen. Muss nicht GEMA-frei sein, aber sonst kann ich es nicht monetarisieren. Das muss ja. Lol, das ist ja cool. Ich sage euch gleich, was cool ist. Und ich muss ja auch irgendwas nehmen, was
trotzdem nicht gesperrt wird. So, was meinte ich gerade, was ist cool? Ich find's ultra geil. Die meisten so wahrscheinlich, so Nico, das gibt's schon seit Jahren, aber wirklich Boxen, ich kaufe mir die halt dann, wenn sie kaputt gehen und meine Bose geht langsam mal kaputt und meine Bose hat tolle Dienste erwiesen. Ich kann hier sehen, am Bluetooth-Symbol, wo das hier verbunden sind, wie voll die Box noch ist. Also haben wir so ein kleines Akkusymbol daneben, das finde ich ganz geil. Okay, machen wir mal an, was vielleicht manche kennen, die Dream Band Videos gucken. Okay, man merkt schon mal, dass hier der Treiber ist und hier wahrscheinlich irgendwo ein Passivradiator setzen wird. Geht aber laut. Alter, macht die Krach. Also ohne Witz, ganz kurz zum allerersten Höreindruck für ein einziges Lied. Da sind ja bloß Breitbänder drin. Die meisten kennen das. Breitbänder haben so ein bisschen Probleme mit Höhen, weil die halt auf dem kleinen Membran übel schnell schwingen müssen. Haben auch Probleme halt mit dem tiefen Bass, weil sie halt nicht so viel Volumen haben, dass da viel Bass rauskommt. Basstechnisch gar nicht mal schlecht. Da kommen jetzt natürlich nicht raus wie aus dem 15er. Ist ja klar, man, das sind kleine Treiber mit Passivradiatoren. Da kommt trotzdem ziemlich guter Wumms raus. Und was ich echt cool finde, manchmal ein bisschen schrill ist mir gerade, also beim ersten Hörtrack aufgefallen, vielleicht ist es bei anderen Songs nicht so, die Höhen kommen sehr spitz rüber, also die kommen doch sehr klar rüber, dafür, dass hier ein Breitbänder drin sitzt und kein extra Hochtonhorn. Also ein Horn sowieso nicht, also eine Kalotte, ihr wisst schon, wie ich das meine, ich bin halt noch voll im PA-Speaker-Fable. Und ich entschuldige mich dafür, dass ihr den Klang gerade so ein bisschen über das Mikro vielleicht da oben gehört habt und über mein Lavalier-Mikrofon. Ich habe jetzt hier keinen Neumann diesmal aufgebaut und so. Erster Höreindruck ist ganz schön geil. Und was ich aber leider jetzt sagen muss, mit den 63 Grad, das stimmt jetzt nicht ganz. Man hört schon, dass ein Treiber hier sitzt und dass ein Treiber hier sitzt und hier in der Mitte und hier so ein bisschen Loch ist. Also die strahlt eher so, als dass sie jetzt round. Ihr wisst schon. Ich will mal noch ein anderes Lied anspielen. Ich darf auch nicht zu laut machen, aber noch Nachbarn, es ist mitten in der Nacht. Es ist trotzdem echt erstaunlich, was man aus so einem Gehäuse mittlerweile rauskriegen kann. Dennoch mit Akku, mit so einem Wirkungsgrad. Das ist schon nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diese Box vorher nicht angehört. Shame on me, also ich habe sie nur bei Freunden mal kurz mal mitgehört, also schon, aber jetzt nicht so ausgiebig Mediamarkt. Oh, genau verglichen, was nehme ich heute mit? Weil mittlerweile muss ich Prioritäten setzen für mein Hobby Spaß. Ich muss halt mittlerweile arbeiten, bla Keks, damit nicht die Zeit mit 1000 Boxen durch die Gegend zu hören. Hab halt über die gute Rezension gelesen, war von dem Datenblatt sehr erfreut. Und bin jetzt, wo ich sie in der Hand hatte, noch so überrascht. Da kommt ein super satter, geiler Sound raus. Höhen sind manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen zu spitz. Aber vielleicht ist das gar nicht mal so blöd. Wenn man irgendwann alt ist, hat man sowieso nicht mehr die hohen Frequenzen. Das ist ein bisschen stärker, somit klingt das dann wieder normal. Aber, ja. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Lautsprecher wirklich sehr, sehr gut. Vor allem auch in diesem kompletten Schwarz, so wollte ich es ja haben. Und ich bin echt gespannt, ob ich mir nochmal davon einen zweiten hole. Ich glaube, das könnte sogar passieren. Weil der ist günstiger geworden. Als er rauskam, hat er 400 Tacken gekostet. Jetzt gibt es den schon für 200 Euro zu kaufen neu. Und ja, ich bin echt zufrieden mit dem Gerät bis jetzt. So, erster Eindruck. Ich werde versuchen, noch immer wieder ein Review zu machen und das auch schnell rauszubringen, bevor die Box noch älter ist als 2 Jahre. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich über Feedback freuen in den Kommentaren oder eben via Like-Button. Und des Weiteren findet ihr diesen Lautsprecher in der Videobeschreibung, wenn ihr mal sehen wollt, wie teuer der gerade ist oder so und was er für Specs hat. Unten findet ihr einen Amazon-Link
und alle weiteren Informationen zum Drehequipment und so weiter, weil manche nämlich zwischendurch auch mal gefragt haben. Ja, eine neue Ära, man sieht doch mal im Größenvergleich, die Megaboom hat jetzt meine Soundlink abgelöst. Ich freue mich sehr. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.